Dömenz gibt es seit mehr als 125 Jahren und der Kernfokus von Dömenz ist die Aus- und Weiterbildung. Wir bilden Braumeister aus, Getränkebetriebsmeister aus, also alles Leute, die nachher technische Führungspositionen in der Getränkeindustrie einnehmen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch Dienstleister für die Branchen. Das heißt, wir machen Produktentwicklungen, wir machen Beratungen und unterstützen so die Unternehmen aus der Braubranche, aber auch Getränkebranche in sehr vielfältiger Weise. Wir wollen uns ganz klar von anderen Formen der Aus- und Weiterbildung unterscheiden. Und der Kern von Dömenz Weiterbildung ist immer der enorm starke Praxisbezug. Wir versuchen, alles, was wir tun, alles, was wir theoretisch vermitteln, wollen wir auch in einer praktischen Art und Weise dann entsprechend hier ergänzen. Wir wollen ganz klar den starken Praxisbezug. Und wenn Sie so etwas vermitteln wollen, dann brauchen Sie auch die entsprechenden Anlagen, damit Sie nach der theoretischen Wissensvermittlung das Ganze dann auch in der Praxis hier im Technikum zeigen können. Das neue Technikum bietet genau das gesamte Spektrum, das wir hier bei Dömenz brauchen. Und dazu gehört eben auch die Häuft-Inspektortechnik, damit die Leute verstehen, wie sowas heutzutage funktioniert, um, sage ich mal, nachher dann auch nach Dömenz, wenn sie in Betrieb sind, eine hohe Produktsicherheit zu gewährleisten. Und auch das funktioniert wirklich sehr gut mit der Firma Häuft. Ja, zu unserem Technikum gehört natürlich auch eine komplette Abfüllanlage. Jetzt, sage ich mal, bei der Auslegung, bei der Konzeptionierung dieser Anlage war für uns das Thema Leistung sekundär. Uns geht es eher darum, dass wir wirklich den Studenten, den Seminarteilnehmern, den aktuellen Stand der Technik zeigen können. Und mit dieser Gesamtleistung können wir das. Eine Besonderheit beim Häuft-Inspektor haben wir. Er ist natürlich einerseits Bestandteil der Gesamtlinie. Auf der anderen Seite haben wir auch um diesen Häuft-Inspektor einen sogenannten Loop installiert, sodass wir allein dieses Aggregat mit einer deutlich höheren Leistung entsprechend fahren können, um auch das den Studenten und Seminarteilnehmern zu zeigen. Unsere Zielsetzung bei der Konzeptionierung dieses Technikums war ganz klar. Wir wollen jetzt den Stand der aktuellen Technik zeigen. Dann ist man bei dem Thema Inspektorentechnik natürlich schnell bei einer Firma Häuft. Häuft gehört für mich zu den technischen Weltmarktführern und es war dementsprechend klar, dass wir dort mal anfragen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, hier eine Kooperation zu machen. Ja, die Häuft-Experten kommen, unabhängig von dem, was wir mit unseren eigenen Dozenten im Technikum machen, regelmäßig zu uns in die Kurse, in die Lehrgänge rein. Und da haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten, den Leuten den aktuellen Stand der Technik zu zeigen. Auch was sich, sage ich mal, in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat. Und auch hier ist die Zusammenarbeit wirklich äußerst konstruktiv. Dann ist es nie eine Frage, dass geht das, wollen wir das, sondern es ist immer nur eine Frage, wann ist es möglich und wann können wir kommen. Und das funktioniert sehr gut. Hier ist natürlich für uns auch sehr wichtig die Resonanz unserer Studenten, unserer Seminarteilnehmer. Und das ist wirklich top, die Resonanz. Also hier wirklich klasse Zusammenarbeit. Es funktioniert einfach. Ja. Und das ist, sage ich mal, für uns als Anwender dieser Technik enorm wichtig. Wir haben schlichtweg nicht die Zeit, um hier Stillstand zu haben. Und ich muss sagen, wenn in allen Bereichen mit allen Zulieferern die Zusammenarbeit so reibungslos wäre, dann hätten wir überhaupt keine Probleme.